Okay, nächste Frage. Diskutieren könnt ihr danach das Ganze noch aus. Wie weit, und das solltet ihr wissen, oder ist die Dreierlinie vom Korb entfernt? Boah, Scheiße. Dreierlinie. Die Dreierlinie. Wie viele Meter? Auf Kommastellen genau. Das gleiche. 6,75 und 9,75. Ja, eine Zahl davon ist richtig rum. Und das ist die 6,75. Frankie Ignatovic ist Head Coach und weiß die Antwort. Damit steht es 4-2. Lass Ruhe. Weil diese Frage so schön ist, ich packe die Anschlussfrage dann doch rein. Und wie weit die Freiwurflinie? Oh. 3,70. 4. Aufschreiben, aufschreiben. Ach so, das ist... Es ist eine Quizfrage. Schweißen. 3,80 Meter bei Frankie, 4,10 Meter bei Albin. Es sind 4,19 Meter. Das heißt, Albin ist näher dran. Es steht 4-3. Nächste Frage für euch. Frage Nummer 8. Gegen welches Team aus der Easy Credit BBL aus der aktuellen haben die Academics ein positives Sieg-Niederlage-Verhältnis? Aus jetziger BBL. Ja. Albin hat schon eine Antwort, Frankie. Bayern München. So, abgeguckt. Nein, noch nicht mehr. Ich habe vergessen, dass die aufgestiegen sind. Beide geben Hamburg an. Hamburg ist richtig. Damit steht es 5-4. Und es geht weiter. Chemnitz haben wir auch, oder? Es geht weiter mit Frage Nummer 9. Wie viele Spiele haben die Academics bisher in der Pro A absolviert? Also, warte. Wer rechnet jetzt am schnellsten? Alles ist noch möglich. Jeder kann dieses Spiel noch gewinnen. Scheiße. 435 bei Albin. Wie viele sind es bei dir, Frankie? 340. Die richtige Antwort ist 432. Und damit geht der Punkt an Albin. Es steht 5-5. Vor der vorerst letzten Frage. Und da das eine Zahl ist, die wir von euch wissen wollen, ist insofern wird es einen Gewinner geben, wer näher dran ist. Wer ist der All-Time-Topscorer der Pro A? Boah. Und wie viele Punkte hat der erzielt? Wie viele Punkte? Also genau, ich möchte wissen, wer eurer Meinung nach der Topscorer ist. Da dürft ihr euch gern zu austauschen. Die Entscheidungsfrage ist, wie viele Punkte hat der erzielt? Du darfst gern laut sagen, Albin, das ist in Ordnung. Wir dürfen es gern mitkriegen. Das ist bestimmt der eine, der am längsten gespielt hat, als ich Virgil Matthews. Der Virgil Matthews hätte auch gesagt. Aber Chase Griffin war auch lange da. Legende Radi. Chase Griffin hatte aber auch ein paar erste Liga-Jahre. Ja, aber überleg mal, der war ja in Gotha ewig. Also ich gebe mal einen kleinen Tipp rein, damit, weil wir wollen ja auf die Punkte, das wird dann die Entscheidungsfrage sein. Die Antwort bei euch war gerade schon dabei. Einer von denen, die ihr genannt habt und den ihr gerade mehrfach genannt habt. Also dann ist es Virgil oder Chase? Es ist Chase Griffin. Ach, ich bin so gut, hey. Und ich möchte gerne jetzt aber wissen, wie viele Punkte hat er in der Pro A erzielt? Okay, ich muss Kopf rechnen, warte kurz. Und wer jetzt näher dran ist, gewinnt. Wer weiß denn sowas? Okay, eine Antwort haben wir stehen. Albin rechnet noch, macht einen kurzen Dreisatz. Mathematik war nie meine Stärke. Nein, scheiße, warte kurz. Ist gut.
Das ist möglich. Nein, ist nicht. Jetzt hat er meins angesehen. Nein, ist nicht. Beenden. Komm. Warte komm. Hier. Immer bitte. Ja, ja, ja. Okay. Alvin. Ja, ich mach jetzt hier. Er hat 8000 geschrieben. Hab ich gar nicht. Ja, und jetzt hat er meine Zahl gesehen und jetzt wird korrigiert. 5500 habe ich geschrieben. Ja, ja. 5500, was hast du? Frankie, nochmal deine Zahl hoch, bitte. 3100. Und ja, Alvin hat abgeguckt, das ist richtig, die 8000 wären sehr weit weg gewesen. Aber auch die 5500 sind noch zu weit weg, denn es sind 3851. Und somit geht der Sieg an den Head Coach, an Frankie Ignatovic. Ich habe ihn gewinnen lassen, Respekt. Noch eine Tiefbrötchen vom Wochenende. Ja, Alvin, du darfst ihm jetzt offiziell den goldenen Wilson-Ball überreichen mit maximaler Demut. Und es gibt das Fischbrötchen und damit sage ich Dankeschön fürs Mitmachen. Danke. Herzlichen Glückwunsch, Frankie.